Hallo, sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute seht ihr was ganz Besonderes und ihr seht den Leopard 2A7 140. Die Tier 10 Panzer sind da. Wie ihr seht, habe ich sie bekommen und ich kann euch alle zeigen. Und zu Beginn starten wir eben mit diesem deutschen Monster, der wirklich einfach besonders toll ist. Und schauen uns dazu einfach auch nochmal natürlich die Details an. Natürlich ein Kampfpanzer, klar. Die Geschichte: der Leopard 2A7 140 ist ein Kampfpanzer, der seinen Vorgänger Leopard 2 dank der 140mm Glattrohrkanone in Sachen Durchschlagskraft klar überragt. Wegen der neuen Kanone mussten Gegengewichte am Heck angebracht werden, die ihren Zweck zwar erfüllten, gleichzeitig aber die Handhabung des Fahrzeugs erschwerten. Was haben wir? 750 Schaden, knapp 800 Durchschlag, Schaden pro Minute 5400, Trefferpunkte 3180 und Turm hat alleine 730 Panzerung, also aberwitzige Werte. Höchstgeschwindigkeit 72 km/h, Tarnung und Zielerfassung. Naja, dazu sagen wir mal vielleicht nichts, das hat man ja gesehen. Und die Upgrades, seht ihr, der ist in seiner Elite-Ausführung, also da alles am Start, was man so haben kann. Und ich bin schon sehr gespannt, den jetzt in PvE testen zu dürfen. Also springen wir einfach mal in die Mission und schauen, wie wir da so performen. Da sind wir jetzt, Operation Geisterjäger. ANP-Truppen haben hier minimale Verteidigungskräfte zurückgelassen und sind weiter in Richtung Norden gezogen. Wir haben nur wenig Zeit, um Stadt- und Raketenbasis zurückzuerobern. Mache dich auf erbitterten Widerstand bereit. Ja, Hauptmission: das Dorf verteidigen, das Raketensilo und die Stadt. Und die Satcom-Trucks sollten wir doch auch noch nebenbei wegmachen. Wenn das nicht was ist, dann weiß ich es auch nicht. Ist auch nicht schön. Ist die Flotte eigentlich hier nicht schön? Armata, XM1A3 und ein Challenger. Also, da ist doch für jeden Fan was dabei. Warte, Kompanie, passt gut auf. Berichten zufolge nähert sich die ANP einer Kleinstadt außerhalb einer Militärbasis. Haltet sie auf und lasst sie nicht in die Nähe der Basis. So, erstmal die Trucks zerstören. Wir fahren hier mal den Jungs nach. Weil die sind ja bestimmt besser im Spiel drin als ich. Und bam, da kommt der Schaden rein. Das ist halt einfach phänomenal. Oh, Leo hinter uns. Ah, nur das Modul zerstört. Ach, Gott sei Dank ist der auch so mobil, auch im Rückwärtsgang. Also wir haben jetzt hier keine Hektik, sondern eben, das ist jetzt sowas, was schon auch jetzt ein bisschen Zeit braucht und Muße. Und dementsprechend geht es dann klar. So. Leider nicht mein Kill, aber sei es drum. Da drüben ist auch noch einer. Und der ist schön am Leo. Er ist einfach so mobil. Und Jungs, ich sag's euch, PvE ist einfach so ein geiler Modus. Nach wie vor. Ich hoffe, dass da noch ganz viel dafür kommt. Weil der Modus, der macht mir einfach persönlich ungemein Spaß. Und so soll's einfach sein in dem Spiel. Dass da der Spaß nicht zu kurz kommt. So. Der ist weg. Oh, 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 oh. Ati, 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 Ati. So, das Dorf verteidigen. Wir holen uns scheinbar nicht die Nebenmissionen, so wie es aussieht. So. Leopard. Optimierte. Will er da was? Bam, schön seitlich in den Helm rein. Zerstört ist er. Oder ist die Arti? Ah, die kriegt da auch einen Treffer. Stingray, Leopard. Ich bin offen. Ah ja, natürlich. Ah, ich dachte den Kill, den schnabuliere ich mir jetzt, aber leider nein.
So, den Truck haben wir auch klar gemacht. Und hier jetzt endlich mal wieder der Kill. Da muss ich aufpassen auf den Thunderbolt. Bin hier noch offen, aber bisher habe ich noch gut Hitpoints. Also kann ich da noch ein bisschen was ab. So, der war nix, mein Freund. Der war gar nix. So geht es. Ah, oh, der Panzer spielt sich phänomenal cool. Hammergeil. Da kannst du wackeln, so viel du willst. Ich muss sagen, ich liebe diesen Modus. Ich liebe diese Spiele in PvE. Oh, da hinten. Da kommt ein dicker Gegner. Ah, Abpraller. Ja, der ist weg. Na, der ist leider nicht meins. Dann noch ein dicker. Dicker Fisch. Ein M1 A2 Abrams Leutnant und ein T90. Und da jetzt mit allem ran, was ich so hab an Geschwindigkeit. Die wollen ein bisschen umfahren werden. Beziehungsweise erstmal gehen wir noch auf die hier vorhandenen. Nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Kannst du machen, was du willst. Der dürfte jetzt gleich rausgenommen werden. Spätestens durch mich. Ach nee, nicht in den Winkel. So, der Leutnant ist mal raus. Und der ist meiner. So, da oben. Da hole ich mir noch den Truck. Oder der Armata macht's. Armata macht scheinbar. Aber auch hier, er ist einfach unglaublich agil, spritzig, wendig. Ein toller Kampfpanzer. Und jetzt müssen wir aber verteidigen zur Stadt rüber. Oh, was haben wir denn da noch? Ein schöner Treffer. Aktuell satte 10.000 Damage. Natürlich ist das alles optimierungsmöglich, weil ich ja einfach noch nicht weiß, wo kommt wer, wann kann ich wo agieren. Aber wie gesagt, wichtig ist mir hier der Spaß am Spiel und den habe ich so gut wie schon lange nicht mehr bei Armored Warfare. Und das ist ja das Wichtigste und ich hoffe, dass zeigt sich auch. Und ihr merkt es. Nein, Captain. Komm schon, komm rum, komm rum. Gut gemacht. Ja. Die können keine Verstärkung rufen. So, die Satcom-Trucks sind alle weg. Ich hoffe ja, dass von vorne da noch welche kommen. Oh, da ist ja ein Wrack. Ah, da drüben kommt noch was. Vielleicht kann ich da so ein bisschen... Oh, da ist was drinnen. Ziel identifizieren. Ja, da kümmere ich mich doch darum. Kein Problem. Ich defende den Cap. Mein Kill!
So, vielleicht kann ich ja nach außen irgendwas erspähen. Da ist eine Arti. Ah, die war jetzt natürlich wie die Geier alle auf die Arti drauf. Aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Jetzt halte ich mich mal hier ein bisschen außen auf. Vielleicht finde ich dann noch den ein oder anderen Gegner. Man hat ja diese tolle Mobilität. Und da hinten ploppt nochmal einer auf. Oh, da sind sogar noch mehrere. Da muss ich hin. Da will ich noch was abbekommen vom Kuchen. Alle im Norden. Komm, Junge. Ah! Häuserwand wird mir zum Verhängnis. Der Schadensjagd. So, bringen wir auch mal wieder auf Vordermann. Nein! So, da habe ich doch noch einen Schaden anbringen können. So, nach 25 Sekunden, dann ist die Stadt final verteidigt. Und ich habe so das Gefühl, da kommt nichts mehr. Wie gesagt, wenn man natürlich ein paar Mal die Mission spielt, dann weiß man, wo kommen die Gegner, wo ploppen sie auf. Kann er da dementsprechend besser den Schaden anbringen, aber am Ende bleibt der Spaß. Und der soll über allem stehen mit einem wunderschönen Panzer einfach. Ja, geschafft. Raketen außer Gefecht gesetzt. So soll es sein. Eine große Katastrophe verhindert. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür gebührend entlohnt werdet. Ja, das hoffe ich doch mal, junger Mann. Sieg! Und jetzt schauen wir mal, was am Ende des Tages dabei noch rausspringt. Na? Bin schon ganz hibbelig. Hoffentlich nicht letzter Platz. Was habe ich hier für einen Erfolg? Teamwork, erfolgreich, PvE-Mission ohne eigene Verluste abgeschlossen. Ja, es gab ordentlich was raus. Im Team selber, ha, da habe ich mich ins Mittelfeld gekämpft, aber der T14 Armata, der war fleißig, du. Und hier sehen wir nochmal das Endtableau. Ja, toller Panzer, Leopard hat mir viel Spaß bereitet. Ich hoffe euch auch, deswegen bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.